Hallo und herzlich willkommen zu unserer Telenovela Inzest in Iringen. Ich weiß nicht, ob das in Iringen spielt, aber es sind auf jeden Fall ganz viele Irre hier und deswegen kam ich irgendwie auf den Namen. Ja, willkommen zurück zu Chapters, einem Spiel, das wirklich tief unter die Haut geht, also wirklich, wirklich sehr tief unter die Haut. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich müsste mich Minuten, Stunden, Tage lang kratzen, nachdem ich diesen ersten Part aufgenommen habe. Ich weiß nicht, vielleicht lag es einfach daran, dass ich irgendwie die Krätze gekriegt habe vor diesem Süßholzgeraspel über Stiefgeschwister, die sich besteigen wollen und anderen Personen, die einerseits total mies drauf sind und andererseits total heiß aufeinander. Ja, es wirkt wie aus dem Leben geschrieben, entweder man hasst sich oder man liebt sich oder beides. Und deswegen wollen wir natürlich auch weitermachen und rausfinden, was mit Kevin denn jetzt eigentlich los ist. Du holst tief Luft, als Kevins himmelblauer Blick sich auf dich richtet, bevor er es langsam merkt. Was merkt er denn? Dass ich es bin? Er weiß, dass ich vorhin diejenige oben war. Dass ich vorhin diejenige oben war? Weiß er, ob sie jetzt diejenige war, die ihn oben fast erwischt hätte mit der anderen, oder war sie oben mit ihm im Bett? Also lag sie oben oder sowas? Schauen wir mal. Aber gerade grammatikalisch war das irgendwie nicht richtig, habe ich das Gefühl gehabt. Gut. Kevin, ich bin gekommen, um dich zu überraschen, habe absolut nichts gesehen oder bin hier, um zu feiern. Ich sag mal so, wir tun jetzt einfach mal so, als ob wir ihn einfach überraschen. Wir haben ihn ja überrascht, ne? Fast im Zimmer überrascht, ne? Und das gehört ja auch zur Überraschung, oder? Finde ich. Marcus. Der ist ja böse, ne? Der durchdreht, weil seine Olle da gerade mit Kevin am Pimpern ist. Du und Matthews, ihr kennt euch? Bist du seine Komplizin oder so? Sie ist meine Schwester. Und hat ein Messer. Kennt ihr das nicht? Stiefschwester. Wer auch immer sie ist, sie sieht verdammt nervös aus, was mich denken lässt, dass sie etwas gesehen hat. Ich wirklich nicht das Geringste gesehen, glaube ich. Und ich glaube, ich weiß genau, was du gesehen hast. Also gesteh es lieber. Kevin wirft dir einen Blick voller Hoffnung zu. Ja gut, jetzt zu flirten in dieser Situation wäre natürlich ein bisschen blöd. Aber gut, ja, die Teenager heutzutage, ne? Sie hat nichts gesehen, richtig, Tiffy? Halt die Klappe, Matthews. Lass das Mädchen frei für sich selbst sprechen. Ich werde die Wahrheit darüber sagen, dass ich Kevin mit einem Mädchen gesehen habe. Mag es sagen, dass Kevin unschuldig ist oder die Jungs das Chaos selbst regeln lassen. Ganz ehrlich? Sie will ja immer noch was von Kevin, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil Kevin hat ja gerade offensichtlich zugegeben. Na gut, zugeben muss das nicht. Er hat zugezeigt, dass er vielleicht auch von einer anderen möchte und nicht nur von ihr oder von allen oder was auch immer. Ich glaube, ihn jetzt zu verpfeifen, bringt ihre Hoffnung jetzt auch nicht gerade irgendwie ins rosigere Licht. Ihm jetzt zu sagen, er ist unschuldig oder so, das bringt jetzt auch nicht. Ich würde das tatsächlich unter sich ausmachen lassen, die Jungs, oder? Finde ich, oder? Ich will mich nicht einmischen. Du hast etwas gesehen, ich weiß, dass du das hast. Sag mir jetzt sofort! Marcus kommt auf dich zu, aber Caden packt ihn am Arm und reißt ihn zurück. Ach, Caden, das ist doch unser Schnösli. Sie muss nicht mit dir reden, Marcus. Das ist meine Verbindung und ich habe das letzte Wort. Er ist ja der Chef, ne? Der Obermacho. Aber Caden! In meinem Haus wird sich niemand prügeln, egal was dieser Dummkopf Matthews getan hat. Okay, er hat es gerade zugegeben, ne? Hell! Marcus starrt euch alle an. Sein Gesicht ist rot und wütend. Gott. Gut, ich werde gehen, aber Matthews und seine Schwester sollten besser vorsichtig sein. Das ist noch nicht vorbei. Oh, irgendjemand wird noch umgebracht. Das wäre jetzt so bei dem Plot-Twist, mit dem ich noch klarkommen würde, oder? Ich meine, so eine Teenager-Romanze, aus dem Alter bin ich raus. Das hat man früher, als man OC California noch im Fernsehen lief, hat man das vielleicht noch geguckt, wo man selber noch Teenager war. Aber heutzutage kann ich das auch nicht mehr ab. Also diese übertriebenen Liebesgedönses da. Ach, wenn jetzt noch einer umgebracht wird, dann bin ich dabei. Marcus geht und du spürst, wie dir ein Schauer über den Rücken läuft. Tut mir leid, dass du den Kopf hinhalten musstest, Tiffy. Kümmere dich um deine eigenen Probleme, anstatt andere Leute deinen Arsch retten zu lassen, Matthews. Wie auch immer, jetzt wo das geklärt ist, könnte ich einen Drink gebrauchen.
Kevins Gesichtsausdruck hält sich auf, als er eine Gruppe von Leuten sieht, die mit Shots anstoßen. Weißt, kurz davor gewesen, die Fresse poliert zu bekommen. Was ist eigentlich mit der Ischen? Mit der Ollen, mit der er gepennt hat? Hat die eigentlich auch was zu sagen? Ist sie weg? Warte mal, Leute, checkt mir auch einen ein. Die wartet oben, weißt du? Er hat gesagt, ich komme gleich wieder, ich hole nur kurz Kondome oder so. Und jetzt fängt er an, unten da zu saufen. Sie macht sich schon voll scharf da. Dein Herz sinkt, als Kevin wegläuft, aber er wirft noch einen letzten Blick über seine Schulter. Danke für alles, Tiffy. Dann ist er weg. Was für ein Mistkerl. Du besuchst ihn, beschützt seinen Arsch und dann lässt er dich sitzen? Caden rollt mit den Augen und fährt sich mit den Fingern durch sein Haar, bevor er dich anschaut. Ach, der ist aber auch eklig. Sind das alles nur Vollidioten? Gibt's da auch normale Menschen? Ich kann immer noch nicht glauben, dass er dich damit hineingezogen hat. Nun ja. Oh, und jetzt kommt das erste Geld investieren, also beziehungsweise, was heißt Geld? Ich muss jetzt offensichtlich erstmal so komische Edelsteine einsetzen. Bisher war alles kostenlos, aber jetzt kommen Edelsteine. Wenn ich jetzt eine Wahl nehmen möchte, die abseits von ich sollte Kevin nachlaufen ist. Und das macht man ja auch nicht. Ganz ehrlich, dafür würde ich auch Geld ausgeben. Bevor ich Kevin nachlaufe, oh, am Arsch. Ich schätze, dann haben wir beide Probleme mit unseren Brüdern oder Kevin ist ein Arsch. Ich würde mal nur sagen, Kevin ist ein Arsch. Es kostet mich weniger und es stimmt halt auch. Ein überraschtes Lachen entweicht Caden, bevor er sich wieder fängt. So ein bisschen nachgemacht. Oh, kommt jetzt Werbung? Oh, hups. Ja, das sollte eigentlich nicht passieren. Da hat sich mein Programm gerade aufgehangen. Ich weiß nicht wieso, ich versuche es wieder zum Laufen zu bringen. Die Geschichte war so rührselig, schnulzig, eklig, dass das Programm einfach gesagt hat, nee, komm, das will ich nicht mehr. Bitte, lass mich das nicht mehr sehen. So, da bin ich wieder. Ich habe gerade eben mit der Frau von Windows gesprochen, die für meinen Computer zuständig ist. Die hatte auch was mit Kevin und war total entsetzt, dass er jetzt sogar noch was mit einer wiederum anderen hatte. Also dieser Kevin, der kommt halt echt groß rum, ne? Das ist halt so ein typischer Kevin. Ich weiß nicht, was da los gewesen ist. Vielleicht war es wirklich zu schnulzig für den PC. Jetzt aber erstmal wollen wir rausfinden, was als nächstes passiert. Ich lege einfach mal mein Handy vielleicht einfach mal hier ganz ruhig hin, ohne dass ich da was bewege oder sowas. Nicht, dass da am Ende wieder irgendwie alles abbricht, ne? Also, Caden sagt, ich wollte nicht der Erste sein, der es sagt, aber ich stimme dir zu, dass das hier Kacke gewesen ist, ja. Kevin hat es nicht verdient, dich zu haben, Stiefschwester oder nicht. Der will mich unbedingt, ne? Also die Tiffy halt. Vielleicht, aber das ist die Realität, dass wir Stiefgeschwister sind. Ja, das kann man ändern. Eure Eltern müssen sich einfach nur scheiden lassen. Dann seid ihr mal nicht mehr Stiefgeschwister, oder? Oder seid ihr das dann trotzdem noch? Ja, ich verstehe dich. Mein Bruder ist auch nicht gerade ein Heiliger. Dein Bruder? Oh, sie hat auf einmal Interesse an. Gut. Vielleicht steht sie ja auf sein Aussehen, auch von Caden, aber der Charakter ist halt für einen Arsch. Und der Bruder ist vielleicht einfach ein bisschen besserer Charakter und sieht genauso aus wie er wahrscheinlich, ne? Oder vielleicht hat er einen Stiefbruder, mit dem er was hat. Hat das Recht, wütend zu sein und ist nicht so gruselig, wie er denkt. Hä? Welcher Bruder, ne? Ach, das war der Bruder! Hä? Markus war der Bruder? Ich dachte, das ist nur der Studentenverbindungsbruder gewesen. Aber eigentlich hat er wirklich recht, wütend zu sein, ne? Wenn man ganz genau will. Ich wäre auch sauer, wenn meine Freundin einen anderen Kerl küssen würde. Ich meine, mein Freund. Ich weiß, was du meinst. Und ja, es ist scheiße für ihn, aber Markus hätte es nicht an dir auslassen sollen. Ein weiterer lauter Jubel kommt aus dem Wohnzimmer und Caden blickt zur Haustür. Kommt mit, ich habe versprochen, dich aus diesem Irrenhaus herauszuholen. Eine romantische Nacht, Mondschein, die Grillen zirpen, irgendwo auf der Veranda oben fällt ein gebrauchtes Kondom herunter. Ja, was ist bei so Studentenverbindungspartys? Also bitte, da passiert alles. Noch nie American Pie gesehen? Dieses Mal unterbricht niemand euren Aufbruch. Du starrst mit Caden hinaus in den einsamen Nachthimmel. Wo ist dein Auto? Oder bist du von jemandem mitgenommen worden? Ich bin mit einem Taxi gekommen. Abgesehen von Kevin kenne ich hier niemanden. Und ich habe auch keine Bleibe.
Ich habe meinen Eltern gesagt, dass ich bei einem Freund schlafe. Dieser Freund sollte Kevin sein. Offensichtlich wird das nicht klappen. Ich kann dir dabei helfen, das heißt, wenn du mir genug vertraust. Ja, ich habe da so eine Hütte da hinten. Da ist Stroh drinne. Was für Maria und Josef gut genug war. Deine Unterstützung ist die treibende Kraft für unseren Feuer. Gehe zum Kommentar. Hä? Jetzt wird's doch gerade spannend. Die sind doch kurz vorm Pimpern. Kapitel abgeschlossen. Jetzt muss ich... Oh Gott, für einen extra Bonus sieht die Werbung an. So, entschuldigt Leute, ich habe jetzt gerade euch das nicht zumuten wollen, hier die Werbung anzugucken. Deswegen habe ich das jetzt geschnitten, weil ich ja sowieso das Video schon schneiden muss, wegen dem anderen Fauxpas von gerade eben. So, jetzt werden wir diese spannende Geschichte weiterverfolgen. Du runzelst die Stirn, als du Kains Angebot hörst und sage, what? Ja gut, Teenager halt, ne? Das sagt man mittlerweile wahrscheinlich gar nicht mehr. Du willst mir nach Hause fahren? Ich habe noch nicht angefangen zu trinken, also kann ich fahren. Nun, ich weiß das Angebot zu schätzen. Ich bin überrascht, dass du nüchtern bist. Ich werde einfach nach Hause laufen. Ganz ehrlich, wenn er sie nur nach Hause fahren will und sie in einer blöden Situation ist, warum nicht? Wenn sie sich sicher ist, dass sie nichts mit ihm haben will, als ob er jetzt anfängt, an ihr rumzumachen oder sowas oder halt eine sexuelle Belästigung oder so. Gerade bei Teenagern ist es, glaube ich, nicht so. Wobei, so K.O.-Tropfen und so, das kriegt man auch mal wieder mit, dass da irgendwie sowas an Partys abläuft oder sowas. Aber ja, man hat sie ja gesehen, man hat ihn gesehen. Also ich glaube nicht, dass der was macht. Von dem her, vielleicht macht sie ja mit. Aber ich will dich nicht von der Party abhalten. Auf dem College geht es doch ums Feiern, oder? Du solltest bleiben. Es geht zwar auch um ein paar andere wichtige Dinge, aber sicher. Da ich dich nicht nach Hause fahren werde, lass mich dir wenigstens ein Taxi rufen. Hä, der hat sich aber schnell überzeugen lassen. Der muss doch nachhaltig sein und sagen. Also wenn er wirklich was von ihr will. Na gut. Nachdem er das Taxi gerufen hat, setzt ihr beide euch auf die Veranda und wartet auf das Taxi. Du musst nicht auch noch hier draußen mit mir warten. Nachdem dein mieser Stiefbruder dich im Stich gelassen hat, möchte ich dich nicht dasselbe tun. Deine Schultern zucken. Unwillkürlich. Er hat das wirklich getan, nicht wahr? Nun, er ist ein Idiot, das kann jeder sehen. Kevin ist ein besonderer Mensch in meinem Leben. Ja, ein besonderes Arschloch. Und ein totaler Idiot, nicht so schlimm, wenn man ihn kennenlernt. Also bitte, ganz ehrlich, liebe Frauen da draußen, niemals die Fremdgänger da oder notorische Fremdgänger hier noch in Schutz nehmen. Ja, der hat gerade eben mit einer Ollen gepimpert, die eigentlich einen anderen Freund hat. Mit ihr, mit seiner Stiefschwester, hat er auch was am Laufen. Das ist ja eh schon eklig genug. Und dann geht er da noch einen saufen, nachdem er fast die Fresse poliert gekriegt hat. Also Entschuldigung, der ist echt ein Idiot. Also wirklich ein totaler. Aber zugegeben, dass er ein Idiot ist, bedeutet nicht, dass ich aufhöre, ihn zum... Oh Gott, ich hasse Tiffy. Kann man sich von seiner Figur, die man hier in diesem Spiel hat, distanzieren? Ich will nichts mehr mit der zu tun haben. Im wahren Leben hätte ich schon längst irgendwie stehen gelassen auf der Party und gesagt, geh weg. Ja, das verstehe ich. Es ist hart. Warum bist du so nett zu mir? Du scheinst nicht der Typ zu sein, der mit Erstsemestlerinnen rumhängt. Normalerweise mache ich das auch nicht, aber ich muss an die Studentenverbindung denken. Ich kann nicht zulassen, dass du weggehst und denkst, wir wären alle Arschlöcher. Naja gut, er war jetzt aber auch nicht gerade irgendwie der Ausbund an fantastischer Persönlichkeit, ne? Dein Taxi hält vor dem Haus und du drehst dich zu Caden um. Das ist mein Taxi. Ich sollte zurück zum Wohnheim gehen. Komm gut nach Hause. Ich schätze, ich werde dich auf dem Campus sehen. Ich denke schon. Kommst du zum Abschiedskuss? Du stehst auf und gehst zum Taxi, aber dann hältst du inne und schaust zurück zu Caden. Er sieht dir nach. Die wunderschönen, scharfen Winkel seines Gesichts werden vom Mondlicht beleuchtet. Caden war wirklich nett zu mir in dieser schrecklichen Nacht. Ich habe mich noch nie bei ihm bedankt. Noch nicht bei ihm bedankt. Tiffy, was ist los? Hast du etwas vergessen? Ich wollte nur... fragen, ob du Bargeld bei dir hast. Da du so ein Arschloch warst, kannst du auch das Taxi bezahlen. Danke dafür. Danke sagen für deine Hilfe heute Abend. Nee, ich frage mal, ob er Bargeld dabei hat. Ich weiß nicht, wie viel das Taxi verkostet. Caden scheint von deiner Frage abgeschreckt zu sein, aber er schüttelt den Kopf.
Das Campus-Taxi ist kostenlos. Sie haben es ins Leben gerufen, um Studenten zu ermutigen, nicht zu trinken und zu fahren. Oh, das ist, gut, dann... Bye! Wir sehen uns später, Tiffy. Du rennst in Richtung des Taxis, deine Wangen brennen heiß. Mist, das hätte besser laufen können. So, jetzt bin ich allein in meinem Zimmer. Das ist echt fantastisch. Du gehst zurück in den Schlafsaal. Nachdem dir die Optionen ausgegangen sind, schläfst du auf dem Sofa im Gemeinschaftsraum. Als du am nächsten Morgen aufwachst, bist du erschöpft und müde und deine Laune ist auch nicht besser. Sehen wir jetzt Kevin auf dem Campus? Der poppt da wahrscheinlich gerade mit der Putzfrau. Entschuldigung, wenn die gerade da vorbeiläuft. Du schaffst es trotzdem, dich in die Lobby deines Schlafsaals zu schleppen. Mein Vater und meine Stiefmutter sollen jeden Moment mit meinen Sachen hier sein. Können wir gleich mal petzen. Kevin hat gebumst. Hey, Tiffy. Deine Kinnlade fällt runter, als Kevin mit zwei Bechern in den Händen durch die Eingangstür läuft. Kevin, du bist hier? Ja klar, warum nicht? Als er dir einen Becher gibt, kannst du nicht anders, als sein Haar zu bewundern, das im Licht zu schimmern scheint. Och, Alte. Schmeiß ihn weg. Den Becher und Kevin. Trotz allem, was passiert ist, macht dein Herz einen kleinen Salto. Ich hab dir deinen Lieblingskaffee besorgt. Zuckerfrei, richtig? Nett, lass mich raten. Zuckerfrei, weil du ja schon süß genug bist. Du hast mir Kaffee mitgebracht? Oh, das ist ja fast wie ein Ring. Ich kann nicht glauben, dass du dich daran erinnerst. Es ist ein Stiefbruder, ne? Das habe ich nicht bestellt, aber danke. Zuckerfrei mag ich nicht. Ja komm, zuckerfrei mag ich nicht. So, machen wir jetzt einfach. Der darf ruhig mal wissen, dass wir sauer sind. Du solltest inzwischen wissen, wie viel Zucker ich in meinen Kaffee tue. Es ist nicht schlecht, hin und wieder neue Dinge auszuprobieren. Dass er das sagt, das wundert mich nicht überhaupt nicht, ne? Also egal, Kevin, bist du hier, um etwas wieder gut zu machen? Was hält dich vor dem Mittag aus dem Bett? Was hat dich vor dem Mittag aus dem Bett geholt oder geh weg? Geh weg, ey, ohne Witz jetzt. Hau ab, ich mag dich nicht. Hä? Bist du wegen irgendwas sauer auf mich? Nee. Wow, wie kommst du auf die Idee? Jedenfalls, Mom hat mich gebeten, dir beim Einziehen zu helfen. Ich denke, wir sollten über letzte Nacht reden, bevor unsere Eltern auftauchen. Was war denn letzte Nacht? Ich bin doch nicht sauer. Wirklich? Weil es für ihn jetzt bequemer ist als gestern Abend? Du schuldest mir eine Entschuldigung? Was geht da mit Maggie ab? Oder lass uns die Sache einfach vergessen? Nö, ich würde schon gerne wissen, was mit Maggie abgeht. Dafür zahle ich auch gerne 12 Rubine. Ich liebe sie. Sie ist anders als die anderen Mädchen, mit denen ich bisher zusammen war. Sie ist anders. Sie hat einen Freund. Das ist halt anders als die Single-Mädchen, mit denen du sonst was hattest, ne? Und die Tatsache, dass sie ihren Freund betrügt, anstatt mit ihm Schluss zu machen, um mit dir zusammen zu sein? Was ist damit? Ist doch egal. Beunruhigt dich das überhaupt nicht? Wenn sie dich wirklich gern hätte, würde sie dann nicht für dich mit Markus Schluss machen? Es ist kompliziert, Tiffy. Untreue ist das immer. Oder vielleicht genießt du es einfach, der Typ nebenher zu sein. Das ist weniger verbindlich. Das ist ein bisschen heftig, denkst du nicht? Überhaupt nicht. Um ehrlich zu sein, es ist einfach die Wahrheit. Wie auch immer, sag einfach nichts zu unseren Eltern. Pff, wie komme ich dazu? Ich bezweifle, dass dein wilder Verbindungslebensstil in einem Gespräch zur Sprache kommen wird. Das Knirschen von Schotter lenkt deine Aufmerksamkeit nach draußen auf einen wohlbekannten Truck, der anhält. Apropos unsere Eltern, sie sind da. Dein Vater und deine Stiefmutter kommen durch die Vordertür. So, und ob wir unseren Eltern das stecken werden, dass Kevin da am Rumpimpern ist. Ich meine, wir könnten ihn eigentlich auch mal stecken, dass Stiefbruder und Stiefschwester was miteinander hatten. Oder habe ich da irgendwas falsch verstanden? Ich glaube, die hatten ja schon was miteinander. Ich glaube nicht, dass sie nur auf ihn steht. Ich glaube, die hatten wirklich was miteinander. Von dem her ist es einiges im Argen in dieser Familie. Ja, werden wir nächstes Mal rausfinden, wenn ihr denn Lust habt. Wenn ihr weiterhin rausfinden wollt, was es mit dieser fantastischen Telenovela auf sich hat, dann gebt den
paart doch eine positive Bewertung und gerne die Kommentare schreiben, wie fantastisch ihr diese Liebesgeschichte findet. Also wünsche ich euch noch einen wunderschönen, stressfreien, weniger betrügenden Abend und oder Tag, wie auch immer, wann das Video auch immer kommt. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.